den drittletzten gegen die DJK Offenburg, Lucian Blaszczyk. Der polnische Nationalspieler geht mit einer 3:1 Führung für seine Mannschaft an den Tisch. Und sein Gegner kommt ebenfalls aus Osteuropa, aus Tschechien. Es ist Richard Výborný, ebenfalls Nationalspieler seines Landes. Auch in dieser Partie die Rollen eigentlich klar verteilt. Das zeigt schon der Blick auf die Weltrangliste. Blaszczyk die Nummer 22, Výborný die Nummer 76. Die Partie zwischen Lucian Blaszczyk, schlägt auf der Pole, und Richard Výborný beginnt. Offenburg liegt in Grenzau mit 1:3 zurück und damit hat der Außenseiter immerhin schon mal ein besseres Ergebnis als im Hinspiel sicher. Da gab es nämlich zu Hause eine 0:6 Packung. Sein Gegenüber, Lucian Blaszczyk, 27, beide schon langjähriger internationaler Erfahrung. Blaszczyk, einer, der das kompromisslose Spiel liebt. Ganz, ganz schnelle Vorhand-Topspins favorisiert. Das ist seine Spielanlage. Spielt wesentlich weicher als Blaszczyk. Seine Vorhand-Topspins also etwas langsamer. Dafür aber mit mehr Effet. Und bisher gelingt es dem Tschechen ganz gut, die Regie zu übernehmen. Und das ist Lucian Blaszczyk, wie er leibt und lebt. Hat er geahnt, dass Výborný länger aufschlagen würde. Hat seine Rückhand voll umlaufen und die Vorhand voll durchgezogen. Sehr gut reagiert von Richard Výborný mit einem Vorhandflip, diese kurze Bewegung über dem Tisch. Auch das eine Sache der Antizipation, so nennt man das ja, das Vorausahnen von dem, was der Gegner machen wird. Wieder sehr, sehr weiche Rückhand von Výborný und Blaszczyk hat da gegen im Moment noch nicht das richtige Rezept gefunden. Ball, deshalb hebt Lucian Blaszczyk auch entschuldigend den Finger. Das ist tischgemäß Etikette bei Netzrollern oder Kantenbällen, die man einfach nicht trainieren kann, sondern die reine Glückssache sind. Macht man das? Sein Rückhand Topspin von der Netzkante über den Tisch springt. Aber
Jerzy Borny macht das bisher in diesem ersten Durchgang auch clever. Agiert mit möglichst viel Effet. Weil wenn das Spiel schneller wird, das haben Sie gerade wunderbar gesehen, dann ist Blaszczyk ganz klar der bessere Mann. Da hat er die Geschwindigkeit von Wibornys Topspin voll mitgenommen. Das ist das Spiel des explosiven nur 1,70 Meter großen Polen. Wurde es wieder schneller und wenn es schneller wird, dann ist es immer gut für Blaszczyk, tendenziell zumindest, und eher schlechter für Wibornyj. Ja, hat Wibornyj die Chance mit der Vorhand nachzusetzen, verfehlt den Ball aber ganz knapp. Mama Mia, mag er sich denken. Das war deine Chance, dir zwei Satzbälle zu erarbeiten, aber stattdessen steht es 9-beide. Einer von beiden wird gleich Satzball haben in diesem ersten Durchgang. Das ist Lucian Blaszczyk. Da der Versuch eines ganz, ganz weichen Rückhand-Topspins von Wibornyj scheitert. Das war mal ein relativ weicher Topspin von Lucian Blaszczyk. Diese Variante beherrscht natürlich auch. Kann nicht nur schnell und hart die Vorhand-Topspins durchziehen. Wenn er diese Variante nicht könnte, wäre er nicht ein Spieler der Weltklasse. Er versucht Wibornyj wieder was mit seiner Rückhand, aber drückt ihn nicht ein, stattdessen Topspin Nummer 2 für Blaszczyk. Ah, und da braucht Wibornyj den Ball nur noch auf den Tisch zu bringen. Zwischenzeitlich von dem Tschechen, der allerdings doch relativ günstig abspringt für Blaszczyk. Trotzdem Punktgewinn für Wibornyj, 11-beide. Und aller guten Dinge sind 3. Der dritte Satzball für Lucian Blaszczyk, dessen größter Erfolg der Gewinn der Silbermedaille bei den Europameisterschaften 1998 mit der polnischen Nationalmannschaft war. Silber mit der Mannschaft. Blaszczyk gibt sich keine Blöße bei eigenem Aufschlag, arbeitet sich seinen vierten Satzball in Folge heraus. Aber Wibornyj schlägt kurz auf, gibt Blaszczyk keine Möglichkeit, in die Offensive zu gehen und setzt sofort mit einem Rückhand-Topspin nach. Also der Tscheche zeigt bisher in diesem ersten Durchgang gute Nerven, hat jetzt schon 4 Satzbälle abgewehrt. Die Nervenstärke der Tischtennisspieler ja durch die neue Zählweise, durch die kürzeren Sätze noch mehr gefordert als vorher, weil es viel, viel mehr Entscheidungssituationen gibt, deshalb aber auch mehr Spannung. Das war ja der Grund für die Regeländerung durch den Weltverband. Und die Chance für Richard Wibornyj, den Satz zu seinen Gunsten zu beenden. Und das bei eigenem Aufschlag. Und das gelingt ihm. Er ballt die Fonds. Der Tscheche hat 4 Satzbälle abgewehrt. Und dann doch noch diesen ersten Durchgang für sich entschieden. Mit 15 zu 13
Richard Wiborny, der Außenseiter, geht in dieser Partie mit 1:0 in Führung.